Hallo Leute und herzlich Herzlich willkommen willkommen. zu einem neuen Video, zu einem neuen Prank. Heute in Partnerwork, ich und Hakan pranken heute meinen Bruder. Das wird jetzt wir ein Horror-Prank. Ja, also wir versuchen es. Oh. Ihr wisst, wir haben diesen Anzug, diesen Scary Movie oder Scream-Anzug. Gott sei Dank, das war die beste Investition. Jedenfalls ist mein Bruder auf dem Weg zu uns. Und wir wollen ihn einfach jetzt mal mit diesem Anzug erschrecken. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich verstecke mich jetzt hinter die Tonne. Und wir schicken jetzt einfach Müll raus, Ferken. Und dann will ich echt mal sehen, wie er darauf reagiert. Ich bin Nicht, so dass gespannt. Er zuschlägt oder so. Ich hab verstanden. Nein, niemals schlägt er zu. Das ist so übel, der Anzug, Mann. Da kackst dich echt ein, schau jetzt. Und jetzt noch die Kapuze drüber. Alter, du, wenn dich so einer verfolgen würde, na, du dickst dir in die Hosen. Ich würde nicht in die Hose schreien. Du würdest ihn vielleicht nicht ansprechen, du willst so schnell wie möglich nach Hause gehen. Ich würde ihn auch nicht ansprechen, wenn ich ehrlich bin. Geil. Ich muss eigentlich machen, wenn Ja? Ach so, dann. Ja. Aber dann sehen dich alle anderen Menschen auch, die rufen dann die Polizei. Nein, Alter. Ich bin so, hey, komm, das machen ja. wir. Warte, warte, aber er bringt doch... Er bringt doch was zum Trinken mit, dann lässt er die Flaschen fallen. Ist so scheißegal, dann hol ich's nochmal. Der kackt sich so ein. Du musst ihn... Der kackt sich so... Komm, das machen wir. Der kackt sich... Also ich persönlich würde mich so mal anfangen. Das runternehmen. Nimm's mal an. Nein. So Leute, es gab jetzt noch einen Planwechsel. Und zwar werde ich jetzt mit erschrecken. Ich habe mich jetzt auch schnell umgezogen, komplett in schwarz. Ich zeig's euch mal. Und wir werden jetzt am Eingang auf meinen Bruder warten, der so in 10 Minuten oder so kommt. Und dann, komm, wir gehen mal raus und zeigen, was wir vorhaben. Lass mich die Nachbarn sehen, die halten. Tu halt ab. Die halten zu. Also schau. Ich verstecke mich hier hinter den Büschen. Ich verstecke mich hier. Schau, ich verstecke mich hier hinter den Büschen. Und du? Bei den Mülltonnen. Und dann komme ich rausgelaufen. Ja, nein, das ist zu weit weg da hinten. Oder? Oder wir verstecken uns beide hier. Du darfst dich aber nicht bewegen, sonst gehen die Lichter an. Ja. So einfach raus. Ja, das geht schon. Komm. Mach mir mal den Test. Geh mal hinter und komm dann raus. Also, ich bin jetzt hier. Okay, ich klingel jetzt zum Beispiel. Ich will rein. Und dann stehe ich hier. Dann warte ich. Eins, zwei. Go, 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 go. Nicht go, 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 go. Ja. Du musst Höhe machen. Denkst du, das kauft ihr uns ab? Weiß ich nicht. Ich hoffe schon. Wir schauen einfach mal, ob er sich erschreckt oder nicht. Okay, Leute, also. Wir sind ready. Denkst du, das klappt? Ich hoffe, wir verstecken uns beide hinterm Busch. Ja. Die Erde. Wenn er an der Tür ist, okay? Das war richtig real. Was ist das? Was ist das? Alter, richtig geil, Alter. Ich hab genau. Ich hoffe, ich hab's auf Kamera. Ich hab's genau drüber die Furcht in den Augen. Jetzt zu sehen. Alter, ich bin ein bisschen zu früh raus. Ich bin ein bisschen zu früh raus. Ich konnte von den Schritten nicht mehr abschätzen, wie weit er weg ist. So, ich war der Erste. Bist du danach? Bist du früher als ich raus? Ja, Mann. Ich habe als Erstes gemacht. Alter. Ich muss mal die Aufnahmen Lass checken. Lass mal deine sehen. Ich wackel mit der Kamera zu viel ein bisschen, weil ich lauf und film. Schau, da wackelt's. Scheiße. Oh, sorry.
Also geiler Prank. Hey, noch witziger ist, Leute, wir warten jetzt zwischen den Steinen. Dann kommt die Nachbarin aus der Haustür raus. Ich dachte mir, die soll uns bitte nicht sehen. Die hätte mal die Polizei gerufen. In dem Gebüsch, einer mit Scream, einer mit Zornmaske. Alter, die Frau wäre wahrscheinlich erstmal gerannt, Alter, weil sie gedacht hätte, was geht jetzt ab, Mann. So witzig, ey. Das war echt witzig. Schatz, zum ersten Mal hast du jemanden geprankt. Alter, sonst ich bist hab, du immer der geprankt, ich hab dasselbe mal bei Millet gemacht, aus der Mülltonne raus, ja, Alter. Die hat Augen bekommen, da bin ich aus der Mülltonne rausgekommen. Naja, Leute, also wir hoffen, das kurze Video hat euch gefallen. Ihr lasst uns einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eingefroren, schnell, echt ohne Witz. Bis dann, ciao. Tschüss.